So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Pioneers of Pagonia. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, wir sind hier so... Wir sind hier gerade so ein bisschen am Verwalten. Es gibt nicht mehr viel zu tun. Wir müssen hier diese Statue fertig bauen, den großen Eber der Entschlossenheit. Und theoretisch wäre hier hinten noch ein mysteriöser Ort, ein Außenposten, den wir erreichen sollen. Ich versuche so ein bisschen zu beschleunigen, allzu viel zu bauen etc. gibt es einfach nicht mehr. Wir handeln fleißig mit den Pagoniern, wir geben ihnen Kupfermünzen, dafür kriegen wir noch Eisenbarren, das ist sehr schön. Aber allzu viel zu tun gibt es leider nicht. Oder was heißt leider, es ist halt einfach so. Wir haben den Groß, also wir haben die Banditen, glaube ich, aufgearbeitet. Es gibt, glaube ich, noch Diebe. Mit denen sind wir noch nicht ganz fertig. Und jetzt ist also die Frage, was machen wir noch? Was ich ein bisschen schade finde, hier, wenn ich auf Handwerker drücke, das sind die Handwerker, die wir haben. Es sind, glaube ich, aber nicht... Also es zeigt uns nicht an, wie viel wir noch zur Verfügung haben. Neun Veteranensoldaten, okay. Da war wieder ein Dieb am Start. Aber hier sind die nicht. Hier ist noch ein Gebirge. Ein Gebirge. Hier gäbe es Kalkstein. Falls wir nochmal Zement brauchen, aber ja. Oh, es wird gebaut. Es wird gebaut, Freunde. Die ersten Steine sind angekommen und die ersten Eisenbahnen auch. Wir sind bei 6%. Da wird der große Eber der Entschlossenheit gebaut. Let's go. Genau, der Wald muss so ein bisschen weggemacht werden. Komm ich da drüber? Nur mal so. Ach so, so weit darf ich gar nicht bauen. Das kriegst du halt nicht schön hin. So, jetzt sind die verbunden über so einen zusätzlichen Weg um diesen dieses Gipfelgebirge hier drumherum. Ich bin jetzt halt am Überlegen, inwiefern ich jetzt noch groß in gewisse Dinge investieren soll. Wisst ihr beispielsweise, ob ich jetzt noch groß bauen soll, damit die ja nicht das Baumaterial, das wir hier eigentlich bräuchten, verhauen? Bauen wir mal hier noch einen Wachturm hin. Mich fuckt so ein bisschen ab, dass wir diese Diebe nicht finden. Ist das Silber? Nee, ist Kupfer. Er hat immer... Ach so, er ist... Da ist doch Silbererz. Na gut, dann muss ich den Laden einreißen, dann ist es was anderes. Aber eigentlich ist da Silber. Ja, seht ihr? Naja, Freunde. Wo sind das andere? Das ist hier, gell? Ihr habt noch Silber, das ist geil. Kupfer hätten wir auch.
Leute, nervt uns nicht. Ich bitte euch. Bau mir mal bitte noch... Nee, einen Entdeckerposten. Bau mir den hier hin. Diese Pisser, wirklich. Die gehen mir hart auf die Nerven mittlerweile. Ah ja, der Kupfertagebau wird hier gebaut. Das ist cool. Das Haus hier ist fertig. Sehr schön. Die Tavernen liefern auf jeden Fall genug Futter. Das ist kein Problem. Das hier oben ist fast so ein bisschen zu steinig. Wir könnten halt noch ein Steinmetz bauen, aber das ist halt auch wieder eher so ein Steinbruch, aber das ist halt auch schon wieder eher so ein Bau aus Prinzip, weniger jetzt aus Notwendigkeit. Okay, schauen wir erstmal. Ich will auf jeden Fall hier drin Stein wahren, wenn es drauf ankommt. Und dann hätte ich hier noch gern... Genau. Den Bums. Haben wir sie jetzt gefunden? Mhm. Da sind sie, die Säcke. Okay. Naja. Ja, ja. Leute. Macht's euch nicht zu bequem. Ihr seid mir schon sehr lange ein Dorn im Auge und es wird Zeit, dass ich den langsam rausziehe, diesen Dorn. Es wird Zeit, dass ich mich diesem entledige. So, der Eber ist zu 53% fertig. Wie läuft's im Handel, Freunde? Es läuft gut. Es läuft sogar sehr gut. Klar, unsere Kupfermünzen werden aufgebraucht, ist vollkommen logisch. Aber wir haben ja auch noch einen Haufen Silbermünzen. Wo ist denn unsere Münzprägerei? Ja gut, der... Mach mal bitte Fokus auf Kupfermünzen, damit dieser Handel weitergeht. Sieht alles sehr gut aus. Wie viel Platz haben wir da noch drin? Genug. Ja, aber eigentlich brauchen wir nicht mehr, Freunde. Sind wir mal ehrlich. Hast du hier... Du hast keine Lager, gell?
ist halt so eine ganze Hasenkolonie. So, 64%, sehr schön. Der Wachturm ist fertig. So, da kommen unsere Leute. Sehr gut, Morna. Es ist zu weit weg. Nee, es geht. Es geht? Es geht, glaube ich. Sie greifen sogar über die Ding hinaus an. Ja, ja, die Entdecker werden immer wieder weggescheucht. Das habe ich schon mitbekommen. Oh ja, und hier graben wir uns durch. Sehr schön. Okay, das sieht jetzt alles sehr, sehr gut aus, muss ich sagen, hier. Habt ihr hier schon das Maximum erreicht? Fast. So, holen wir uns die. Boah, sind es viele. Boah, sind es viele. Schaut es mal an. Da ist eine ganze Kolonie. Das sind auch mindestens zwei Lager. Ja, der geschickte Dieb, der haut halt einen von unseren Leuten weg, gell? Boah, und auch der normale Dieb. Das ist der letzte Soldat. Der Last Man Standing. Stark. Ein Lager weniger. Okay, beende den Angriff. Schön. Stark, er verteidigt sich gut. Ja, okay, scheiß drauf. Wir machen hier weiter. Wir machen hier weiter. Da. Unser Soldat räumt hier unfassbar gut auf. Das müssen wir irgendwie honorieren. Hoffentlich kommt die Verstärkung rechtzeitig. Ah, jetzt ist er tot. Ja, okay, scheiß drauf. Alles in Ordnung. Laden wir erstmal nach. Also, hinsichtlich unserer SoldatInnen. Haben wir gar keine Veteranensoldaten mehr? Doch vier. Okay. Boah, hier ist heftig Stau. Was ist hier denn los? Jeez, was ist hier denn los? Das ist ja ein Megastau. Ja, spinnt der Beppi. So, Sägewerk, Holzfällerei, das stimmt alles. Hier wird fleißig gebaut. Ja, Leute, tobt euch aus. Hier sind nur noch zwei Zimmerer. Stein wird hochgebracht. Und auch ein paar Eisenbarren, aber es fehlt. Sind die nervig, Alter.
Unfucking fassbar nervig sind diese Diebe. Der Eber ist zu 77% fertig, sehr gut. Man wird wahrscheinlich eigentlich mehr Dörfer brauchen, gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Ach so. Wow, das ist kompliziert. Okay, so wie ich das sehe, kann man Wohnhäuser überall bauen. Aber um irgendwie diesen Lebenswert zu erhöhen, damit die halt Kinder bekommen etc., muss man ein bisschen mehr machen. Uff. Ja, einfach damit die mehr Platz zum Wohnen haben. Eher so aus Prinzip. Weniger, weil es wirklich sinnvoll ist, was ich da gerade mache. Boah, jetzt ist die Stunde gleich schon wieder vorbei. Und diese Diebe greifen weiter an, ey, das ist so ätzend. Schau dich das mal an, schau dich das mal an. Da ist wahrscheinlich noch eine Gruppe. Krank. Krank. Diese Diebe sind einfach nur krank. 85% ist er. Oh. Es sind alle restlichen Eisenbarren auf dem Weg. Sehr nice. Okay. Ja, macht euer Ding, Freunde. Ist mir egal, wie ihr das macht. Kupfer wird produziert, es wird weiter gehandelt. Ich glaube, wie gesagt, ja, wir kriegen dann 40, dann sind wir ja Freunde. Dann sind wir durch. Ich weiß halt nicht, wie lange... Schau mal her, da kommen Eisenbarren. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ich gehe jetzt halt gerade davon aus, dass wenn wir diesen Eber fertig gebaut haben, dass dann das Level vorbei ist. So, und es wäre jetzt halt irgendwie bitter, wenn ich dann die nächste Folge starte und dann eben der fertig gebaut wird. So, hier, der nächste, es fehlen noch 7, 1, 2, komm, machen wir ein bisschen Tempo hier, oder? Wir warten ja jetzt gerade nur noch auf das Eisen. Dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger, die Folge wird vielleicht auch ein bisschen länger, aber... So, 4, 3,
2-1. Jetzt komm, wo ist der letzte? Der ist doch schon auf dem Weg. Ist er das? Ey Leute, kommt. Jetzt seid nicht so. Da ist er. Da ist er. Da bin ich jetzt gespannt drauf, ob das das Ende ist. Ja, wir werden nicht angegriffen, die tun bloß unsere Entdecker blocken. Komm, baut den großen Eber der Entschlossenheit fertig. Und Gutes. Dann glaube ich, ist es vorbei. Geschafft, oder? Du hast gewonnen. Wunderbar. Du hast dich mit allen vagonischen Dörfern dieser Insel angefreundet. Sehr schön, Freunde. Ja, erstes Mal mit Kampf zu tun gehabt. War nice. Eine richtig schöne Siedlung gebaut. Ich denke, wir hätten noch ein paar mehr Wohnhäuser gebraucht. Ich glaube, man kann sie überall hinbauen. Es geht nur darum, ob die Kinder bekommen. Dann müssen die in der Nähe von der Taverne sein, etc. Ich glaube, ansonsten kannst du so viele von den Häusern bauen, wie du möchtest. Ich freue mich sehr aufs nächste Level. Ich bin sehr gespannt darauf. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.